Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich gerne ein paar Dinge anmerken. Die erste Sache wäre, dass Dungeon Siege, das Spiel, das ich jetzt gleich spielen werde, ja doch schon ein bisschen älter ist, deswegen in einem anderen Format läuft und sich links und rechts solche Balken gebildet haben. Ich möchte es nur mal erwähnt haben, dass ich mir die Freiheit herausgenommen habe, die Balken durch etwas anderes zu ersetzen. Ich blende das hier schon mal kurz ein. Diese Dinger werdet ihr jetzt statt schwarzer Balken sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr oder weniger nervt. Ich find's schick. Zweite Sache. Ich habe bei der Aufnahme, ich weiß nicht, wieso das passiert ist, aber ich habe 4 Fragmente, obwohl ich gesagt habe, die sollen das nicht teilen. Ich habe versucht, das irgendwie zusammenzubasteln. Es gibt am Anfang ein paar Bildausfälle. Wenn ich ja mit den Einstellungen fertig bin, hört das auch auf. Ich bringe diese Bildausfälle alle in die erste Folge, damit sich das dann am Ende der Folge auch hat mit Ausfällen. Und bitte das zu entschuldigen. Das ist, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und es war jetzt wirklich ein Kampf, das alles irgendwie synchron zu kriegen. So, was noch irgendwas? Achso, ja. Störgeräusche. Ich habe ein Fiepen bemerkt. Ich weiß nicht, warum dieses Fiepen da ist. Mein Mikro ist eigentlich gut, aber manchmal hat's Macken. Und am Anfang irgendwann hört ihr im Hintergrund eine Sirene. Das ist auch ein bisschen, naja, Mensch, mein Fenster war eben offen. Wer rechnet denn damit, dass die am helllichten Tag kriminell wären? So, mehr habe ich eigentlich gerade gar nicht zu sagen. Ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Über 2 Minuten möchte ich nicht kommen. Deswegen jetzt danke fürs Anklicken, danke für das Interesse und viel Spaß beim Let's Play. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play seit langem. Wir spielen Dungeon Siege. Das Spiel wollte ich ja eigentlich schon mal, ich glaube im Februar hatte ich es gekauft, zu meinem Geburtstag, hatte ich mir quasi selbst geschenkt. Und im März hatte ich es mal angespielt und danach war ich total gehypt und wollte das unbedingt neu anspielen, also ein neues Let's Play machen. Und ich glaube, weil Prey zu dem Zeitpunkt draußen war, habe ich gesagt, nee, jetzt erstmal nicht so viele Let's Plays. Du hast ein paar angefangen, die wolltest du erstmal beenden. Aber ich bin bei Prey gerade an so einer Kackstelle, dass ich zusätzlich dazu, dass ich sowieso schon immer müde werde, wenn ich an was anderes Produktives denke, jetzt absolut keine Lust habe, das zu spielen, aber gerne mal wieder aufnehmen wollte. Und da bot es sich an, dass ich gestern ein Video gesehen habe von etlichen YouTubern eigentlich, die gesagt haben, wenn YouTube so weitermacht, dann suchen sie sich Alternativen. Und ein YouTuber, nämlich Klengarn, der hat gesagt, dass Vidme hier eine ganz gute Alternative wäre. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Vidme-Account erstellt und meine Let's Plays werden ab sofort auch auf Vidme verfügbar sein. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und früher oder später werde ich wahrscheinlich auch exklusiv für Vidme irgendwas hochladen. Kommt drauf an, wie sich YouTube entwickelt, weil im Moment, ich bin zwar nicht unbedingt betroffen davon, dass man jetzt kein Geld mehr damit verdienen kann mit meinen paar 30 Leuten, die ich seit der Gamescom irgendwie dazu bekommen habe. So, ich glaube, vorher waren es 27 und jetzt sind es 32 oder so. Finde ich cool und irgendwas muss ich jetzt natürlich auch bieten. Und ich hatte es schon mal angespielt, ich weiß nicht, ob der Spielstand noch da ist. Spielladen, ich guck mal kurz nur. Es war... Nee, es sind 6 Minuten verstrichen, aber hier steht nicht, wann das gespeichert wurde. Okay, wir spielen jetzt aber ein... Ich lösche das mal. Ich lösche das mal. Ich lösche das mal. Gut, ich lösche es doch nicht. Neues Spiel. Wir starten ein neues Spiel. Und da geht's los mit dem extrem detailreichen Character Design. Geschlecht erstmal. Ich bin jetzt hier... wenigstens von der Stimme her ziemlich weiblich. Kann man ranzoomen? Nein, nein. Nee. Dann gucken wir uns mal. So in etwa sieht sie ja auf dem Cover aus. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht so viel verändern. Glaube ich. Ja, das war es aber. Ach, ich glaube, wir nehmen die einfach so. Oder? Ich finde die mit roten Haaren eigentlich ganz cool. Ja, die lassen wir. Klamotten. Können wir vielleicht ein bisschen was drehen. Will ich mich aber auch nicht so lange aufhalten.
Was haben wir für Hosen? Die sieht so fein aus, so. Nö, ich will, dass sie das hier anbehält. Und wenn man irgendwas, ja, irgendwas Naturmäßiges, dann passt nämlich auch der Name Hazel, dann halte ich mich damit auch gar nicht lange auf. Und wir heißen jetzt Hazel und sehen so aus. Weiter. Ich neige dazu, am Anfang immer leicht einzustellen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das bei diesen dann doch sehr uralten Spielen auch immer noch so ist, dass man während des Spiels die Schwierigkeit anpassen kann. Ich habe Dungeon Siege ganz ehrlich noch nie gespielt, bis auf das eine Mal, wo ich es angespielt habe. Da habe ich es auf leicht gespielt. Und da war es dann eigentlich auch recht leicht. Ich behalte das mal auf leicht. Das wird bestimmt irgendwann noch schwer genug, zumindest für mich. Nein, was? Scheiße. Ich bin dann mal die CD suchen. Ne? Eine Ewigkeit später. So. Gefunden. Ja. Also mein Cappuccino ist inzwischen bestimmt auch trinkbar. Hä? Leicht. Was geht los? Oh. Na gut, fast trinkbar. Es war vor langer Zeit auf dem Kontinent Arana. Das einst gewaltige Reich der Sterne war zerfallen, aufgerieben zwischen dem Machthunger seiner eigenen Legionen und einer unerbittlichen und uralten bösen Macht, die das Reich von außen bedrängte. Aber die 10. Legion, tapferste und treueste Einheit des Reichs, zog sich in den äußersten Westen zurück, in ein Land namens Eden. In dem Bemühen, das zu erhalten, was das Reich verloren hatte. In den zerklüfteten Bergen und reichen Tälern ihrer neuen Heimat gründeten die Legionäre das Königreich Eden. Ein Königreich, das seit 300 Jahren in Frieden und Wohlstand lebt. Doch Frieden und Wohlstand forderten einen Preis. Nur wenige erinnern sich an das Übel, das den Menschen gegenübertrat. Noch geringer ist die Zahl derer, die sich an die düsteren Zauber erinnern, die zur Rettung aller gewirkt wurden. Und niemand ahnte, dass der Fortbestand des Königreichs in der Hand eines einfachen Menschen vom Lande liegen würde, als das Vergangene sich anschickte, Vergeltung zu üben. So, habe ich den Cappuccino doch nicht ganz geschafft. Kamera drehen, so. Ist ein bisschen laut gerade. Was soll denn das? Ich hoffe, man sieht die Anzeige nicht. Ich muss übrigens auch die Anzeige bei Fraps ausschalten, weil die hier aus irgendeinem Grund mit aufgenommen wird, egal was ich mache. Und ich hoffe gerade inständig, dass ich überhaupt aufnehme. Sucht Gyorn in Stonebridge auf. Ja. Ohne Waffe. Nehmt das da. Ich weiß ja schon, dass hier was lag. Abenteuerhandbuch. Die Maus ohne Musik.
Die Maus ermöglicht Ihnen die Bewegung und Interaktion mit der Umgebung. Klicken Sie auf Objekte, um mit ihnen zu interagieren, oder auf freies Gelände, um sich dorthin zu bewegen. Wenn der Mauszeiger über ein Objekt gehalten wird, wird eine kurze Beschreibung des Objekts unten im Bildschirm angezeigt. Darüber hinaus wird die mögliche Standardaktion angezeigt. Sie können die Perspektive ändern, indem Sie den Mauszeiger auf den Rand des Bildschirms bewegen. Nur so. Durch das Öffnen dieses Abenteuerhandbuchs wird Dungeon Siege angehalten. Wenn Sie wieder bereit sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Fortsetzen, um diese Hinweise wieder aufzurufen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fortsetzen, um diese Hinweise wieder aufzurufen, drücken Sie F12. Fortsetzen. Easy. So, was gibt's denn hier? Gab's hier noch irgendwo was an? Ah, was ist das denn da Schönes? Geh erstmal nur hin. Wir haben ein Messer. Stumpfe Heugabel, ist das besser? Zeig mal, mach doch mal. Na, wie ist das Inventar? Ah. Messer. 2 bis 4. 1 bis 1. Steht da schon was dazu? Nee. 2 bis 4. 2 Handwaffen. 10% Chance, einen Nahkampfangriff abzuwehren. Sowas hat das nicht, ne? Gut, dann will ich die haben. So. Den Rest behalten wir erstmal. Das können wir noch später wegschmeißen. Ansonsten. Und das ist das Schöne an solchen Spielen. Man sieht eigentlich alles, womit man interagieren kann. Das war ja damals alles noch nicht ganz so umfangreich, wie das heute manchmal ist. Wo man gar nicht weiß, wo man noch hinlaufen soll. Kann ich eigentlich in meine Bude noch mal reingucken, ob ich da irgendwas hab? Nein, ich will da mal rein. Zeigen wir mal, was gibt's denn hier? Besser liegt der hier im gleichen Stoff wie mein Oberteil. Gut, alles klar, dann machen wir uns mal ran. Gold! Das kann man natürlich nicht liegen lassen. Tschüssi. Ich kann ja nicht mit irgendeiner Taste was Besonderes machen. Nee, das macht die automatisch. So, den Feuerbolzen will ich haben, den Trank auch und Zap. Was denn Zap? Naturzauber. Aber wahrscheinlich einmal einsetzbar, ne? Sonst ist hier nichts. Ich suche ja schon, wo ich jetzt gerade wieder die Grafik sehe. Das war ungefähr in dem Grafikstil. Da suche ich ein Spiel, das ich damals gespielt habe, vor bestimmt 10 Jahren mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß nicht, worum es ging. Aber ich bin so verliebt gewesen in dieses Spiel. Oh, sehr schön. Was haben wir noch? Was hab ich denn? Ich habe doch gerade noch mindestens was anderes. Feuerbolz, genau. Das hatte ich noch mit. So, sonst steht hier ja alles. Und das ging jetzt, glaube ich, auch eine ganze Weile so. Ich habe immer so Angst, dass ich an irgendwas vorbeilaufe. Zum Beispiel an ihm hier. Der könnte ja was haben. Hatte aber nicht. Nehm noch mal einen Schluck. Ich hab so ein. Muss es jetzt sein? wenn Ihre Gesundheit unter ein Drittel abfällt, blinkt Ihr Charakterporträt zur Warnung gelb. Ist jetzt gerade noch nicht ganz. Mit Tränken können Sie Ihre Gesundheit und Ihr Mana schnell auffrischen. Klicken Sie zum Trinken auf Gesundheitstränke trinken oder Mana-Tränke trinken. Sie können jederzeit auf die Schaltfläche Pause klicken, um Dungeon Siege anzuhalten. Während der Pause können Sie Befehle ausgeben, zum Beispiel die Charaktere zum Trinken oder zum Trinken von Tränken veranlassen. Das ist jetzt auch ein Zungenbrecher. Hallo Freunde! Wir müssen ja gerade noch nicht, wir sind ja gut dabei. Mara dich ab. So. Hätten wir das. Die Musik ist ja toll. Ich finde das unmöglich, dass sich das regnet.
dass ich das nicht gespielt habe, als es noch aktuell war. Ich hätte einen ganz anderen Bezug zu Computerspielen bekommen. Ich meine, der ist jetzt schon nicht ganz gesund. Aber das wäre nochmal ein völlig anderes Level geworden. Ich hätte mich ja so in sowas verliebt. Was habe ich gespielt? Rollercoaster Tycoon 3 in so einem Kram. Das ist nix. Sehr schön, denn ja, kann man nicht viel falsch machen. Greif doch an. Sie können die Perspektive ändern, indem Sie den Mauszeiger auf den Rand des Bildschirms bewegen. Nur gut, dass du es sagst. Die Drehung der Kamera wird durch Verschieben des Mauszeigers auf den linken bzw. rechten Bildschirmrand gesteuert. Durch Verschieben des Zeigers auf den oberen bzw. unteren Bildschirmrand neigen Sie die Kamera. Sie können den Kamerawinkel auch einstellen, indem Sie die Pfeiltasten drücken, mit denen ich allerdings... Ach nee, Quatsch, tue ich ja gar nicht. Ich steuere ja durch Klicken. Bin ja Linkstouch, ne? Die Maus immer in der linken Hand. Und steuere deswegen mit den Pfeiltasten. Jedenfalls noch, ich will mich da mal umgewöhnen ein bisschen. Sie können die Anzeige mit den Tasten Akut und scharfes S oder mit dem Mausrad vergrößern bzw. verkleinern. Wo was? Scharfes S und das da. Aha. Wie gehen wir näher ran? Wie nah kann ich noch hin? Na. Beeindruckende Grafik. Oh, was kommt denn hier noch alles? Aber alles noch schaffbar. Also leicht ist wirklich leicht. Wie es aussieht. Kann ich im Nachhinein noch? Zeig mal, was ist denn hier? Auftrag, wo aus der Maschine Spielmenü öffnen. Optionen. Kann ich das noch? Was ist denn das? Ah, gut, alles klar. Kann ich das noch ein Stück weiter hoch? Nee. Schatten. Alle komplex. Bildauflösung könnte ich auch mal anpassen, ne? Hier ist doch okay. Ist der Wahnsinn? Kleiner ist es. Na gut, nimmt das Menü nicht so viel ein. Optionen, Spiel, Bilder pro Sekunde, nein. Gerade abgestellt, Mann! Cool, nochmal. Machen wir's so. Aber ich will doch nochmal eine andere Auflösung. Das ist jetzt alles ziemlich sehr klein. Spring doch gleich runter. Hätte ich vielleicht vorher machen können. Grafik. Nehmen wir's so. Mein Quadratisch bleibt so oder so. Ja, so ist gut. So ist gut. Stornort. Kennt ihr Leute, die Angst vor Gewitter haben? Ich krieg das nicht auf die Reihe. Es ist doch nur Wetter. Es ist ziemlich lautes Wetter, aber es ist nur Wetter. Renn doch nicht so, Mann! Ich hab doch ja noch zu tun! Was ist denn das überhaupt? Aha. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Ne? Hat sie das jetzt automatisch angezogen? Sieht gerade so nackig aus. Zerlumptes Leder. Hat die jetzt echt angezogen. Vorlaufender Kamera. Okay. Hier noch irgendwas? Ich habe vorhin, Quatsch, was heißt vorhin? Vor Monaten, vor einem halben Jahr, schon mal irgendwo gesehen, dass man hier auch noch ein Stück reinlaufen kann. Wenigstens ein Stück. Und das ist da... Na gut. Oh. Aber wir haben ja ein paar Tränke, ne? Sieht man ja wie viel? Nee. Na, für einen Notfall. Obwohl, wahrscheinlich sie gar nicht zu brauchen. Leichtes, normales immer noch recht gut für den Anfang, ne? Gut, dann spielen wir jetzt auf normal weiter.
war das regional? Glaubt die sich dann von alleine? So mit der Zeit? Ah ja, tatsächlich. Sehr zuvorkommendes Spiel. Achso, ich muss ein bisschen mehr ans Mikro reden. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich habe lange nicht aufgenommen. Ich habe ja nur zur Gamescom auf einem Zettel versprochen. Habe ja so ein bisschen Werbung gemacht. Und die, also ich habe so, ja, so ein bisschen verteilt, wenn auch lange nicht so viel, wie ich wollte. Ich bin da irgendwie nicht aus dem Socken gekommen. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ich kann es bestimmt irgendwo verkaufen. Oder steht da ein Goldwert dran? Nee. Naja. Nein, das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Aber da ist noch was. Was ist da? Du, da. Achso, ja, doch, lauf ruhig erst. Hab ja ein bisschen Werbung gemacht, da war ich gerade. Und hab auf diesem Zettel versprochen, dass... Ich habe den jetzt wieder nicht angeklickt, ne? Dass sich hier auf meinem Kanal sehr bald was ändern wird. Und ich wieder Videos hochladen werde. Und 3 bis 6, 5 bis 9. Kann man trotzdem mal machen. So, wer will ja jetzt was von mir? Klick. Achso. Ach, ich arbeite automatisch mit dem Bogen. Gut. Aber sie hört nicht auf, wenn die nah ran sind. Okay, also halbautomatisch quasi. Um den Satz zu Ende zu führen. Ich habe ja... Hi. Ich habe ja... Wo geht's denn weiter? Hier geht's weiter. Gesagt, dass sich auf meinem Kanal ein bisschen was ändern wird. Und deswegen wollte ich jetzt eben gerne mal aufnehmen. Und auch, weil ich eben lange nicht mehr habe. Und ich hatte schon ein paar Mal Lust drauf. Und dann hatte ich aber wieder dieses Problem, dass ich dann gleich so unfassbar müde werde, wenn ich darüber nachdenke, irgendwas zu tun. Es ist auch während der Therapie nicht weggegangen oder sowas. Ich habe Freunde gefunden. Ich habe meine Sozialkompetenz ein bisschen ausbauen können. Aber prokrastinieren kann ich immer noch wie ein Weltmeister. Klicken Sie zum Öffnen des Inventars, um andere Waffen oder Zauber auszuwählen, auf die Schaltfläche für das Inventar neben Ihrem Charakterporträt. Oder drücken Sie I. Sie können auf Gegenstände klicken und sie zwischen Ihren Ausrüstungswaffen und Inventarfeldern verschieben. Sie können Zauber auch in das Zauberbuch ziehen, um sie bereitzuhalten. Gut, endlich mal ein hilfreicher Hinweis. Klicken Sie zum Wechseln zwischen Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen und Zaubern auf das entsprechende Symbol in den Waffenfeldern neben dem Charakterporträt. Oder drücken Sie Q. Fortsetzen. Okay, Zauber ins Zauberbuch ziehen. Das machen wir gleich mal. Wo ist das Buch? Hier ist das Buch. Ach so, bis zu 3 kann ich vermutlich mal. Ach ne, 2. Nehmen wir mal Zap und Feuerbolzen. Oder? Wupp. Wupp. Ach so. Ach so. Ach nee, ach ist gut. Ah, okay. Okay, gut. Wo geht's weiter? In das Haus will ich rein. So viele Viecher. Und ich glaube, bis in etwa hierher hatte ich dann auch Es ist ein Fischhien. Bis hierher hatte ich ungefähr gespielt, ein Stück weiter. Ich war dann noch im Haus. Das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mal, was drin war. Und danach hatte ich gesagt, nee, du kannst nicht so weit vorne wegspielen. Oder nee, ein Stück weiter war ich, glaube ich, noch. Aber irgendwann hatte ich gesagt, so, du kannst nicht so weit vorne wegspielen. Und oh, 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 oh. Wow. Okay. Zap. Ach so. Der wird gar nicht schlimmer. Also kaputt oder sowas. Geil. Ey. Aber ich nehme trotzdem weiter Nahkampf. Erstmal. Vielleicht sollte ich gucken, ob ich alles irgendwie gleichermaßen trainieren kann. Das wäre eventuell nicht viel dümmer in der Spezialisierung. Hey! Oh. Das war wieder unschön.
Wobei man aber eine Sache wahrscheinlich erstmal gut beherrschen können sollte. Für den Fall, dass man von vielen Viechern angegriffen wird. So, mal gucken, was wir halten. Erstmal will ich die Fässer kaputt machen.